So, eine der häufigsten Fragen, die ich über das Thema Jesus bekomme, ist Jesus Gott? Wenn er Gott war, warum hat er zu Gott gebetet? Das ist eines der, ja, wichtigsten Fragen überhaupt. Und in diesem Video möchte ich einfach mal darauf eingehen, wie das überhaupt alles so aufgebaut ist, wie das möglich ist überhaupt. Jemand hat mich auch angeschrieben kürzlich und ich bekomme öfters Nachrichten darüber und genau deswegen gehe ich jetzt einmal darauf ein. Er hat zum Beispiel gesagt, das macht ja alles gar keinen Sinn. Und das Ding ist, natürlich machen Dinge gar keinen Sinn. Und sie machen nur keinen Sinn, weil wir es nicht verstehen. Und deswegen ist das ja alles ein Prozess. Weil je bewusster du wirst, je mehr du die Bibel studierst, je mehr du dich mit dem Leben auseinandersetzt und mit Gott, umso mehr verstehst du ja auch. Und mit deinem höheren Verständnis über das Leben, über die Menschen, über Gott, über Jesus, wirst du dann immer mehr verstehen und dann macht das auch alles viel mehr Sinn. Und genau deswegen mache ich jetzt dieses Video, damit wir mehr wachsen können. Und es gibt auch ganz, ganz viele Missverständnisse darüber. Darüber möchte ich heute einfach mal aufklären. Also, wie ist das möglich, dass Jesus Gott ist? Das ist die zentrale Frage überhaupt und das musst du unbedingt verstehen. Und zwar, Jesus war ja der Sohn Gottes. Er hat sich so bezeichnet. Und du musst dir das so vorstellen, Gott ist ja nichts Physikalisches. Gott steht ja nicht als alter Mann vor dir und sagt, hey, ich bin Gott. Sondern Gott ist ein großes Mysterium und Gott ist nicht physisch. Das heißt, Gott ist auf einer anderen Dimension quasi und wir können es nicht verstehen. Und gleichzeitig ist Gott aber überall. Gott ist nichts und gleichzeitig alles, weil man Gott nicht so begegnen kann als alten Mann oder so und Gott sich irgendetwas dabei gedacht hat und wir Menschen hier auf der Erde waren, hat Gott irgendwie entschieden, dass er physisch wird, dass er inkarniert hier, dass er als Form, als Mensch auf die Erde kommt, um sein großes Werk zu vollbringen und vor allen Dingen, um den Menschen zu erklären und näher zu bringen, wer Gott ist, was Gott ist und vor allen Dingen, wie er ist. Und somit hat Gott aus einer anderen Dimension den Sohn Gottes in Maria hineingefügt und inkarniert. Und dann war Jesus plötzlich da und Jesus war anders. Und Jesus war quasi Gott in Form. Jesus war Gott zum Anfassen, mit Gott reden. Und Jesus war deswegen hier, damit er alles erklären kann für die Menschen. Weil du musst dir das so vorstellen, die Menschen sind so wie heute. Sie haben diesen Körper, sie verstehen die Dinge nicht, sie sind hier auf dieser Welt und sie brauchen einfach Erklärungen, sie brauchen Wissen, sie brauchen Gleichnisse, damit sie das überhaupt fassen können, was das alles hier ist. Und somit kam Jesus auf die Welt als Gott. Und Gott hat seine Zeit hier verbracht und Gott hat alles erklärt, sodass die Menschen das verstehen konnten. Und dann haben die Menschen Offenbarungen gehabt und haben Gott kennengelernt und wussten dann, wer Gott ist und wie er ist. Und Jesus schreibt das in seiner Bibel auch ganz oft. Ich und der Schöpfer sind eins. Das schreibt er ganz klar. Da gibt es eine ganz klare Passage. Da steht, ich und mein Vater sind eins. Punkt. Und damit ist die große Frage beantwortet. War Jesus Gott? Ja, er war Gott. Und es ist auch wirklich alles passiert, da gibt es ja auch Fakten und so. Und das muss man wirklich verstehen und wirklich auch akzeptieren, weil darum geht es, dass Gott tatsächlich hier mal auf der Erde war. Darum geht es. Gott ist wirklich real und Gott war als Mensch hier, als Jesus. Und die nächste Frage ist, zu wem hat er denn gebetet, wenn er als Gott auf der Erde war? Warum ist er auf den Berg gegangen und hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater beten? Du musst einfach verstehen, dass die Menschen, die tendieren dazu, eindimensional zu denken. Die Realität ist aber nicht
dimensional. Jesus war auf der Welt als Gott, als Mensch. Jesus war ja der Mensch als Gott. Und gleichzeitig gab es Gott doch trotzdem überall. Gleichzeitig gab es diese andere Dimension. Und es ist ja möglich, so wie du es ja auch machst, als Mensch zu dieser Quelle zu beten und eine Verbindung aufzunehmen. Der ganz große Gott sozusagen, der das alles hier erschaffen hat, der ist nochmal ganz, ganz woanders und das kannst du gar nicht verstehen. Du stehst aber die ganze Zeit in Verbindung mit ihm. Deswegen ist es möglich, dass du als Mensch zu deinem Schöpfer beten kannst. Und genauso hat es Jesus auch gemacht, obwohl er Gott war. Er stand trotzdem mit der Quelle in Verbindung und er hat direkt von der Quelle so Informationen bekommen, was er jetzt tun muss und wo er jetzt hingehen muss und so, was er sagen soll, weil er direkt die Verbindung gehabt hat. Es geht um die Beziehung mit Gott. Und Jesus war halt hier, um den Menschen zu zeigen, dass eine Beziehung zur Quelle möglich ist. Das war seine Aufgabe. Deswegen hat er zu Gott gebetet. Weil irgendwann haben die Menschen gefragt, hey Jesus, was machst du da eigentlich? Wieso betest du eigentlich die ganze Zeit? Und irgendwann haben sie so erkannt, wow, er kann zum Schöpfer beten. Ich will das auch. Und das war der ganze Sinn und Zweck, dass der Mensch darüber nachdenkt, okay, ich kann ja auch zum Schöpfer beten. Das hat Jesus einfach nur vorgemacht. Und deswegen hat Jesus zu Gott gebetet, obwohl er Gott war. Und wer hat sich eigentlich um das ganze Universum und die ganze Geschichte und so, wer hat sich um alles gekümmert, wenn Jesus als Gott auf der Erde war? Wer hat das gemacht? Und wieder geht es darum, nicht so eindimensional zu denken, sondern alles geschieht ja gleichzeitig, musst du dir vorstellen. Gott ist ja die höchste Intelligenz und Gott managt alles gleichzeitig. Gott ist die absolute Superpower. Und die ganzen Geschehnisse geschehen ja alle gleichzeitig. Und deswegen war es möglich, dass Jesus hier seine Geschichte leben kann und dies und das gemacht hat. Und gleichzeitig hat Gott ja alles gemanagt. Hey, und wenn dir das Video einen Aha-Moment geschenkt hat, dann lass mir doch gerne ein Like da. Vielen Dank. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann aktivier doch unten das Glöckchen. Dann schicke ich dir alle neuen Videos persönlich zu, weil ich werde noch viele weitere Videos in dieser Art machen. Ja, diese ganze Geschichte mit Gott, das ist eines der wichtigsten Sachen, die du überhaupt lernen kannst. Und es ist sehr komplex, aber gleichzeitig auch einfach. Und wenn du das wirklich verstehen möchtest, wenn du da wirklich tief eintauchen möchtest, dann musst du diese Sache über Jesus noch verstehen, weil die Essenz von Jesus ist etwas ganz Simples. Schau mal da rein.